Nachdem 8 von 10 Minuten vergangen waren, kündigte er an, in 2 Minuten mit der Räumung zu beginnen. Aber noch immer hoffe er, dass der Kurfürstendamm nicht wie zu Zeiten des Kurfürsten zum Knüppeldamm wird. Als auch die letzten 2 Minuten abgelaufen sind, sagt er wörtlich, ich zitiere, Augenblick mal, es ist jetzt 18.45 Uhr. Nach meinen mehrfachen Bitten an Sie, diesen Kreuzungsbereich zu räumen, leider ohne Erfolg, darf ich Ihnen jetzt unsere Wasserspiele ankündigen. Wir werden neuartige Geräte einsetzen, die ein Fassungsvermögen von 5000 Liter haben. Die Wassertemperatur beträgt ungefähr 8 Grad. Bitte halten Sie Handtücher und Bademäntel bereit. Nach der letzten Information erfolgte ein Countdown. Dann konnte die Polizei sich nicht mehr halten und musste auf offener Straße ihr Wasser ablassen. Vielen herzlichen Dank für den freundlichen Applaus, mit dem Sie mich eben begrüßt haben. Ich will ganz wörtlich bleiben. Er hat mich überrascht. Es steht hier im Manuskript. Ich hatte ihn nicht erwartet. Im Allgemeinen mag ich es ja gar nicht, wenn geklatscht wird. Den ist hinter meinem Rücken. Weiß ich überhaupt nicht. Aber in dieser Form ist es wundervoll. Komm noch drauf zu sprechen. Lachen. Ach so, halt. Das war. Also ich möchte heute einmal in der Zeit, die uns noch bleibt, über die Zeit sprechen. Das wäre wohl das, was wohl die ganze Zeit über erwartet wird. Aber so sprechen, dass man hinterher sagt, so schnell ist mir die Zeit noch nie vergangen. Und dazu gehört aber eine unerhörte Reife, um das fertig zu bringen, dass man nur über die Zeit spricht. Und die Reife gehört natürlich nicht nur mir, sondern auch dem Publikum. Also meine Damen und Herren, um nun auf meinen ersten Satz zurückzukommen, der herzliche Applaus, mit dem ich mich eben begrüßt habe, hat mich überrascht. Und das ist ein Testsatz. Ich teste immer wieder mein Publikum, mit dem ich zu tun habe. Also mit, ob ein Publikum schnell reagiert, ob es träge ist oder lebhaft, ob es parteilich sehr fanatisiert ist. Pause. Oder gar nicht, oder mehr in der Mitte. Es gibt also einen Satz, gibt es, und wenn was passiert, von Johann Christoph Lichtenberg, dem großen Herrlich Lichtenberg, der hat gesagt, wenn ein Buch und dein Kopf zusammenstoßen und es klingt hohl, dann muss nicht immer das Buch dran schuld sein. Da habe ich nun eine andere Sache, es kann auch, wenn weniger gelacht wird, kann es auch daran liegen, dass einer den Satz schon viele Male gehört hat. Ja. Dann lacht er nicht mehr, ist auch eine Möglichkeit. Aber dass er dann noch hierher gekommen ist, weil er doch wissen müsste als Publikum, dass ich mich sehr viel wiederhole. Und er kommt trotzdem. Das ist eben das, worauf es ankommt. Um jetzt zum Thema zu kommen, also hoffentlich komme ich nicht zu schnell zum Thema, das ist nämlich sehr dumm, wissen Sie, wenn ich zum Thema komme, dann wird es langweilig. Also ein Redner, ein normaler Redner, der hat sein Konzept. Ich habe auch mein Konzept, aber wenn der Redner aus dem Konzept kommt, das wird furchtbar. Also ein seriöser Redner, der aus dem Konzept kommt, ist entsetzlich. Dann merken Sie, der hat solche Angst, da vergeht Ihnen jede Stimmung. Und bei mir ist gerade umgekehrt. Wenn ich aus dem Konzept komme, sagt man, ah, jetzt wird er natürlich. Dann wird es lustig. Dieses Abschreiben und Unterbrechen gehört zu meiner Technik. Das ist also das. Das ist eine Art Stilistik. Ich schreibe mir natürlich alles sorgfältig vorher auf. Also ganz bestimmt, aber das meiste von dem habe ich schon gar nicht mehr gesagt. Also dieses Abschweifen, ich bin darin ähnlich dem Tristram Shandy. Jetzt kommt ein Name hierher, das ist mein Liebling unter den englischen Schriftstellern. Tristram Shandy, das ist ein unerhörter Mann, der, ja, Sie werden die Geschichte kennen,
Die ist von Lorenz Stern. Das ist, also ich zitiere jetzt aus dem Buche, denn sein Vater hat es sich schon seit Jahren zur Regel gemacht, in der ersten Sommernacht, also jeden Montag oder das ganze Jahr hindurch, so sicher wie die Nacht kam, eine große Stehuhr auf der rückwärtigen Stiege einhändig aufzuziehen. Darum die Zeit, von der ich rede, zwischen so und so, es war so eine kleine Familienangelegenheit zur Regel. Ich war, also diese Angelegenheit, davon wird noch die Rede sein. Und um sich das beides auf einmal vom Halse zu schaffen und damit nicht nur die übrige Zeit des Monats belästigt und gelangweilt zu werden, hat er also das ist folgendermaßen. Sie haben ja schon erraten, um was es sich handelte. Also dieses Beisammensein und in der letzten Sekunde, ja bevor, also ich spreche alles zwischen den Zeilen, damit sie erotisch wird, nicht? Aber dieses erste Kapitel von Tristram Shandy handelt nur von der Zeugung. Man muss so sagen, wie es ist. Und es ist ein weltberühmtes Buch, Bestseller. Also kurz bevor es soweit, also in der letzten Sekunde, unterbricht die Frau Shandy ihn und sagt, hast du auch nicht vergessen, die Uhr aufzuziehen. Und dadurch ist der arme Junge also völlig zerstreut. Immer wieder weg von der Zeit und vielleicht bin ich auch aus diesem... Vielleicht bin ich verwandt mit ihm. Vielleicht ist es möglich. Und nun schreibt Lorenz Stern in seinem Buch einmal ganz in dem Roman, etwa also am 11. oder 27. Kapitel, schreibt er über die Abschweifung, entschuldigt er sich bei seinem Lesepublikum, dass er immer wieder abschweift, aber das wäre sehr notwendig und er bleibt trotzdem im Tempo und schreibt wörtlich, Abschweifungen sind unbestritten der Sonnenschein, die Seele der Lektüre, nehmen Sie das aus dem Buch heraus, dann können Sie das ganze Buch gleich wegschmeißen. Also nun, soweit der literarische Teil. Jetzt ist mir also, wie gesagt, jetzt wird mir gesagt, eine große Freude, dass Sie gekommen sind. Das ist wirklich. Das ist nur keine Redensart, das ist also... Es freut mich wirklich, es gibt mir wirklich Kraft durch... Nein. Moment mal, ich muss hier um Entschuldigung bitten. Ich bin nämlich nicht mehr dazu gekommen, mein ganzes Manuskript ins Reine zu schreiben. Ich habe ja sehr viele Schwierigkeiten beim Schreiben. Ich bin ja doch auch ein Geist der Arbeit, aber es gibt manche, bei denen sieht man wenigstens, wenn sie schreiben oder arbeiten, an der Schreibmaschine oder so, oder wenn ich spazieren gehe, dann sind Bauarbeiter in der Nähe mit Kran und allen Mühlen. Die sagen sich dann, Mensch, der ist gut, der geht spazieren und wir müssen arbeiten. Und ich arbeite das, was eben hier belacht wird, habe ich da geschaffen. Aber das merkt man eben nicht. Jetzt merken Sie es schon. Ist doch ganz klar. Nun kommen dann, ich habe das einmal in 4 Zeilen zusammengefasst, was mich da beschäftigt, nun kommt dazu, dass man nichts merkt von dieser Arbeit. Ich habe ein Gedicht über intellektuelle Arbeit, 4 Zeilen. Und wenn ich die gesagt habe, dann lacht man drüber, statt dass man sagt, ach, so schwer ist das. Ich werde es mal sagen. Vom Hirne bis auf das Papier, von dem Gefühl zum Wort, wie mancher Satz krepierte mir bereits auf dem Transport. Und was da nun in Erscheinung tritt an Manuskript, das ist dann so durcheinander bei mir. Das muss ich erst nochmal abschreiben lassen. Ich habe das ganze Manuskript versucht, hier das nochmal ins Reine schreiben zu lassen. Ich hatte einen sehr linksradikalen Studenten. Also super radikal war der. Und das gibt's ja heute ist ja die APO nicht mehr so. Also von APO zu OPA ist ja kein weiter Weg. War neu eben. Ja. Ja, also, und der Student hat mir geholfen, der war noch ein bisschen schwerhörig außerdem, und der hat eine Fehlleistung gehört und geschrieben, und wie ich ihm das aufschrieb, beim Niederschreiben des Vortrags, ich habe diktiert, also beim Niederschreiben meines Vortrags, und da hat er geschrieben, beim Niederschreien. Ja, typische Fehlleistung. Und zwar eine freudsche Art. Und dann noch ein Vers dazu. Wer nie sein Leid mit Freud verglich,
der kennt ihn nicht, den Mitscherlich. Also Sie werden mir abkaufen, dass ich sehr lange korrigiere und sehr viel Mühe mir gebe. Ich will für die Ewigkeit arbeiten, ja, und nicht wie ein Journalist, ein Tagesjournalist. Ich arbeite für die Ewigkeit und es dauert dann ewig, bis ich eine solche Formulierung gefunden habe. An dieser Stelle den Platz am Stehpult einen Moment verlassen. Das muss gestrichen werden. Also, Sie sehen ja, wie ich mich jetzt händereimend nochmal damit beschäftige, dass ich also alles soweit gebracht habe. Was ich eben erlebt habe, meine Damen und Herren, das war ein Stück, eines Stückes von mir, ein Stückwerk eines Theaterstückes, an dem ich seit Jahren arbeite. Das Theaterstück ist noch nicht fertig geworden und wird wahrscheinlich auch nie fertig werden. Der Arbeitstitel heißt Publikumsumarmung. Tja, wissen Sie, also, weil Sie immer so schlecht gemacht werden als Publikum, das Publikum wird im Theater immer sehr rücksichtslos behandelt und ist das Gegenstück von Peter Handkes, musste ja kommen, Publikumsbeschimpfung. Also wer das Stück nicht erlebt hat von Handkes, ein starkes Stück, nicht? Ein starkes Stück. Der muss diese perverse Vorstellung einmal vorstellen, einen ganz langen Theaterabend, der sich darin erschöpft, die Anwesenden ununterbrochen zu beschimpfen. Und die haben es gern. Das ist eine Perversion, liegt also zum Teil auch am Publikum. Und was das Wichtigste ist, es war ein durchschlagender Kassenerfolg und ist auch heute noch sehr gut gemacht. Ich muss sagen, ich habe es mir ja auch mal angesehen, ausgezeichnet. Also meinst du nur das genaue Gegenteil, die Publikumumarmung? Sie machen mir großen Spaß, also das will ich Ihnen sagen, das ist wichtig. Wissen Sie, wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würden Sie auch merken, dann würde ich auch sauer werden, nicht? Und ich freue mich, also wie gesagt, ich habe das beste Publikum heute Abend. So gutes Publikum habe ich noch nie gehabt wie heute Abend. So. Ja, nein, noch nie. Und das sage ich jeden Abend. Aber damit, dass ich das nun jeden Abend sage, weil es ja doch zum Stück gehört und vorgeschrieben ist, nicht wahr? Damit wird das, was ich hier treibe, problematisch, nachdem Sie nämlich, meine Damen und Herren, vorhin durchaus noch annehmen konnten, dass meine ganze Freude über Sie echt und ehrlich war und von Herzen kommt, sind Sie jetzt unsicher geworden, verunsichert, um Anschluss an die Gegenwart zu bekommen? Verunsichert? Sie fragen sich jetzt mit Recht, was ist hier gespielt, was echt, was echt? Nein. Was echt? Was Theater, Komödien, was Wirklichkeit und so weiter. Es gibt eigentlich nur einen, der Ihnen in dieser Frage eine Antwort geben kann, und das bin ich selber als Autor, Regisseur dieser ganzen Angelegenheit, kann ich Ihnen das selber sagen. Das war nun aber schon, was ich eben sagte, war schon etwas Belehrung und Information, und dieses beides drückt die Stimmung. Ich kann es mir nicht leisten, die Stimmung zu drücken. Auf der einen Seite muss ich Sie doch manchmal informieren und so. Sie haben schon gemerkt, die paar Sätze eben haben etwas gedrückt, die Stimmung. Stimmung ist eine bürgerliche Angelegenheit, so ein Überbleibsel verlogener Romantik. Stimmung allein als solches kalter Kaffee. Es gehört mindestens noch etwas dazu, eine Silbe davor, dann können wir es, sagen wir, ab, oder das würde schon hinkommen. Ja, wenn Sie Abstimmung, da horchen die anderen schon auf. Abstimmung geht, da können wir es durchmogeln. Noch besser wäre Mitbe. Ja, Mitbe wäre, das ist ja das Aktuellste, was es gibt, Mitbe. Ab und Mitbe, nicht nur Stimmung. Aber es gibt natürlich Abende leider, die nun gar nicht Stimmung haben, und damit muss man ja rechnen. Und dann sind die Abende natürlich in der Qualität schlecht. Wissen Sie, es gibt eine Lebensqualität, die immer besser werden muss, und es gibt auch eine Qualität des Publikums, die man abmessen kann. Das ist ganz klar zu merken, und solche Abende sind dann sehr schwierig. Und an solchen Abenden ist meine Lust am Spielen nur gespielt. Also wenn Sie das genau beachten, bitte, dann ist auch ein Ärgernis, dass für die Theatererneuerer, die wollen von Lustspielen nichts mehr wissen, die überlassen sie den Opas, weil man jederzeit auf so einen Abend gefasst sein muss.
Ja, ich habe ein richtiges Lampenfieber vor jedem Abend. Es kann doch passieren, die meisten gehen ja wundervoll über die Bühne, aber es kann passieren, dass ein Abend nicht klappt, also dass man richtiges Lampenfieber bekommt. Also nicht wegen der paar Armleuchter, Lampenfieber, sondern überhaupt. Nein, wegen meiner Erfahrung. Ich habe das also doch immer wieder erlebt. Mein schlimmster Abend, das muss ich gleich festhalten, das war vor ein paar Jahren schon. Da war ich ganz in Form, hatte aber gar keine Hemmungen. Wundervoll, und sie saßen alle vor mir, so wie hier, und die Hälfte, es hat 20 Minuten gedauert. Ich wurde ganz nervös, es kam nichts, es war kein Echo. Und das war schlimm, es waren lauter Amerikaner. Ja, die kein Wort Deutsch verstanden. Ja. Und dazu noch Taubstumme. Ich wollte das nur sagen, das Problem des Vortrags, wenn er keine Resonanz bekommt. Nun kann es ja sein, dass also wirklich mal ein paar Idioten da sind, die das Ganze stören. Das kommt ja vor. Das kann man auch feststellen. Aber denn, das muss man können. Ich meine, das muss Routine gehört, dass du dem Publikum zu sagen, dass, oh, wenn ein Anfänger macht und er sagt, es sind lauter Idioten da. Unmöglich. Ja, sofort Feindschaft. Nein, das muss... Der muss man ganz bezaubern, da muss man sagen, sind ein paar Idioten heute drin. Das kann man sagen, nicht? Dann guckt einer den anderen an. Ja. Typischer Anfängerfall. Nicht? Ja, nun also, Idiot heißt ja im Griechischen Einzelgänger. Idiot, das ist das Merkwürdige, so in dem Sinne bin ich ja einer der größten Idioten. Naja, und zwar ein Unnützer, im Gegensatz zum berühmten nützlichen Idioten Lenins. Ich bin ein Unnützer. Das Publikum nun heute, das Publikum, meine Damen und Herren, das dickhäutige Publikum. Das heutige Publikum ist ja dickhäutig. Das dickhäutige Publikum, im Gegensatz zu dem des Dritten Reiches, das war dünnhäutig. Ich muss immer wieder aufs Dritte Reich zurückkommen, weil... Es hat mir ja sehr viel eingebracht. Später, also ich habe so viele Verluste gehabt, wahnsinnig viel Geld zugesetzt. Aber ich meine, ich habe so oft davon erzählt, dass ich jetzt wieder klarkomme. Ja. Also damals brauchte man nur mit einem kleinen Klöppelchen ein kleines Glöckchen zu schlagen, der ungefähr so ganz winzig, so ein Tipptopp, da übertrug es ja wie Sturmläuten. Und heute können Sie, also müssen Sie mit einem riesigen Hammer auf eine mächtige Glocke schlagen und dann fragt man im Publikum, hat es da nicht irgendwo... Das ist ganz klar nicht. Das lag aber an der damaligen Zeit, die sich ja geändert hat, diese Zeit. Zeitgenossen, diese neue geheime Staatszeit. Nein, ich rede schon wieder närrisches Zeug. Aber was erwarten Sie von einem Narren anders? Das ist ja die vermeintlich längst verstorbene Zensur. Ich kann schon wieder durchkommen. Aber in dieser Richtung, die Millionen Mitläufer damals waren es ja nicht aus kalter Vernunft und mit klarem Verstand, sondern aus romantischer Gefühlsduselei. Die waren einfach ergriffen, die braven Deutschen damals. Ich meine, heute sind ja jetzt sicher das wieder 1933, geht ja wieder, überall wird Hitler-Biografie gemacht und Spiegel und... Der Qualtinger hat auch, also dann komme ich jetzt auch, damit ich nicht im Hintergrund bleibe. Ja, ich will auch modern sein. Also diese 3 Millionen Mitläufer damals waren ja, das nicht aus kalter Vernunft, wie gesagt, die waren einfach ergriffen vom Führer, von dem historischen Fackelzug, von den Feierlichkeiten in Potsdam, waren sie so ergriffen. Und wer nicht ergriffen war, wurde es. Ja. Mich konnten Sie ja so schnell nicht fassen damals, weil Sie so schnell nicht fassen konnten. Ja. Bis dahin hatte ich mich immer schon aus dem Staube gemacht, den ich aufgewirbelt hatte. Mit irgendeinem zweideutigen Wort, ich habe ja so diese Sachen, es wurde ganz typisch einmal vor 1934 wurde ich gefragt,
Nein, das war 1938, wo die Fettknappheit ansetzte. Ja, vor dem Krieg war doch die Butter weggezogen worden aus dem Handel und es gab keine Butter mehr. Die Leute standen Schlangen vor den Geschäften und Butter für Kanonen hieß damals. Ich hatte ja meinen Fett schon weg. Ich wurde dann von einem Schweizer gefragt, der konnte sich das leisten in einem Interview. Ich glaube, es war die Tat in Zürich, was ich von den Zuständen halte in Deutschland. Und ich habe ihm dann gesagt, also von Zuständen möchte ich nichts hören. Nicht, dass der Führer zuständig, nicht? Aber schreiben Sie es um Gottes Willen nicht, sagte ich, das wird dann missverstanden. Ich werde Ihnen alles sagen, wenn Sie mir einen Schweizer Pass verschaffen. Ja, jetzt lacht man. Dann sage ich Ihnen alles über den Führer und noch mehr. Und das konnte er nicht den Pass mir geben, da haben wir uns dann geeinigt. Ich habe dann gesagt, bitte schreiben Sie wörtlich, weil ich sofort wieder verhört werde. Und dann habe ich geantwortet, mit der Butterknappheit ist das hier gar nicht so schlimm. Die Leute stellen sich bloß an. So. Wie das Publikum. Ich komme nicht vom Publikum weg. Ich muss immer das Publikum im Auge behalten und im Nerv. Und ich frage mich, wie setzt sich nun mein Publikum zusammen in der heutigen Zeit? Aus welchen Kreisen und Gesellschaftsschichten rekrutiert es sich? Bitte um Verzeihung, das Wort rekrutieren. Überwiegend aus alten Knackern? Naja. Der hat wieder geschrieben aus alten... Und wie viele junge Menschen sind bei diesem Publikum? Warum sind junge Menschen dabei? Und das muss ich alles wissen. Also wie setzt es sich zusammen in heutigen Zeit? Und was mich noch mehr interessiert, wie setzt sich das Publikum auseinander mit der heutigen Zeit? Mit dieser Zeit, mit der Zeit richtig... Ja, es ist zweimal. Mit der Zeit, die einem mit der Zeit auf den Wecker fällt. Mit ihrem aufdringlichen, penetranten Trend, die Welt, die Gesellschaft und die Menschen der Gesellschaft radikal zu verändern. Also verändert werden müssen sie, aber das Radikale stört mich, weil ich so ein Radikaler der Mitte bin. Das andere, darauf komme ich noch zu sprechen, aber alle Armen und Unterdrückten und Ausgebeuteten, Lohnabhängigen sollen frei und glücklich werden, siehe Paradies auf Erden. Die Realisierung dieses Paradieses braucht natürlich seine Zeit, Klammer auf, leider unsere Zeit auch. Vor allem müssen zuvor erstmal alle Kapitalisten und Ausbeuter der Lohnabhängigen am Boden zerstört sein, müssen die erstmal an Grund und Boden, den sie spekulativ missbraucht haben, so lehrt es wenigstens das ultrarote Evangelium. Die alten Evangelien sind ja ohnehin nicht mehr gefragt. Das Evangelium des Johannes, des Matthias, des Lukas, naja, Lukas war ja der tschechische Goethe-Preisträger. Des Lukas, ja, und des Marx. Marx, nein. Marx Kuse, so. Marcuse, eben dieser Herbert Marcuse ist ein toller Name, ein toller Mann. Was vor ihm noch keiner fertiggebracht hat, unsere noch herrschende Klasse, das ist, glaube ich, noch aus dem vorigen Jahrhundert. Er hat dem Besitzbürgertum die Maske abgerissen. Ich muss sagen, Marcuse soll leben. Und gar nicht schlecht. Nun geht's weiter. Nach der Meinung der Marcuse-Jünger hat sich die klassische Germanistik und Philologie unserer Väter, um im Jargon der Politosoziologen, na wie oft kommt das hier noch? Zweimal Logen ist gestrichen. Philologen, also unsere hat sich die klassische unserer Väter infolge ihrer systemimmanenten, expressiven, manipulativen, defektiv und frustrierten, variablen Umfunktionierungsprozess.
Also diese Germanisten haben sich unsterblich bla 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 blamiert. Also das ist zum Teil schon der Frankfurter Schule gelungen. Also ich komme noch darauf zurück, auf die Frankfurter Schule. Als ich vor kurzem mit solchen Worten wie frustriert, fiktiv, systemimmanent und so weiter ein Mädchen mit Durchschnitt der Bildung konfrontierte, reizendes Mädchen, konnte sie, also ich habe gesagt, sie soll ehrlich sagen, ob sie irgendeines dieser Worte verstanden hat. Und sie sagte, also wenn ich ehrlich bin, ich habe keins verstanden. Ja, fiktiv hat sie verstanden. Aber sonst nichts. Ja. Aber nun leider die mit den Verfremdeten. Ja. Kam ein bisschen zu spät. Ja. Gerade dabei. Ja, also nun, die mit den Fremden, Moment mal, nun leider mit den verfremden Vokalen, aber in Progressiven der Frankfurter Schule, finden meine Parodie ihres Gebarens natürlich überhaupt nicht komisch. Das ist das, was mich davon abhält. Wissen Sie, die finden das gar nicht komisch, die sagen, darüber macht man keine Witze, das ist, und das ist humorlos, wissen Sie. Ich wäre längst radikal, aber man muss über sich selber lachen können. Und solange die Extremisten nicht über ihre Extreme lachen können, über ihre Extremität. Also es bleibt dabei. Meine Damen und Herren, die Idee des Diesseitsparadieses oder so, die Idee des Himmels auf Erden entsprang, wie könnte es auch anders sein, dem Kopf eines Engels. Punkt. Nein. Nein, ich habe eben, ich muss mich korrigieren, eines Marx. Nicht nur eines Engels. Die beiden gaben einem bekannten und in atemberaubendem Tempo immer bekannter werdenden weltweiten Unternehmen Paradies auf Erden den Anstoß. Die beiden, den Abstoß gab dann, aber ich will mal sagen, abgestoßen, hat dann viele, die einen waren von den Theorien von Marx und Engels hell begeistert. Auch ich würde eine Zeit lang zu Ihnen gezählt, aber die Praxis hat, wenn die Praxis nicht wäre, wäre ich schon längst dabei. Das ist das Einzige, was mich daran hindert, das Regime der kapitalistischen bürgerlichen Leistungs- und Wohlstandsgesellschaft, also sagen wir mal das rechtsistische Prinzip. Ja, ich habe das Wort, ich darf es mal vorschlagen. Auf dem Gebiet sind so schreckliche Worte im Gange, da kommt es auf den einen nur nicht mehr drauf an. Also das ist noch um einen Grad besser als das linksistische. Das rechtsistische fördert das Privatleben und die Entwicklung der Persönlichkeit, auf die ich größten Wert lege, das Privatleben, während die linksistischen Moment mal, hat er wieder Einheits mit Z geschrieben. Also die machen das Gegenteil dieser Praxis aus, aber das sind wahrscheinlich alles Kinderkrankheiten, die jedes Regime hatte, und ich bin sicher, dass in wenigen Jahrhunderten sich das alles eingespielt haben wird. Und dann kann das Paradies auf Erden realisiert werden. Zum Glück muss ich es nicht mehr erleben, denn Also jedenfalls wollte ich sagen, von diesem Paradies möchte ich nicht, also werde ich es nicht erleben und freue mich auch, weil es eine Massenangelegenheit ist, denn das Paradies wird ja überfüllt sein mit langem Anstehen und Marken und dann lieber kein Paradies, weil ich für Massen, also nichts übrig, ich bin selber Masse, wenn ich dabei bin, aber wenn ich nicht dabei bin, mag ich nicht, also es geht ineinander über. Also gut, vielen Dank. Ich habe mal über Massen ein Gedicht gemacht, im Kriege. Also da war ich in einem Massenquartier, im Osten noch, da habe ich geschrieben und damit war dann eigentlich die Wut vorbei, weil ich nicht schlafen konnte und das Schnarchen und so. Und da habe ich dann am nächsten Morgen fertig gehabt, das Gedicht, dann war die Nacht gerettet. Das Gedicht war folgendermaßen: Der Nasenwind vom Nachbarsmann
bläst mich mit Stärke 7 an. Ich schlafe nicht. Ich drehe mich 180 Grad, da bläst der andere Kamerad. Mir ins Gesicht. Es fangen 150 Mann zu schnurcheln und zu schnarchen an und einer schreit, schlag zu, bis er zusammenbricht. Die Luft kann weder raus noch rein. Du stößt sie aus, ich zieh sie ein. Horch, da ist Gret, es war der 5. Anschrei, so geht auch diese Nacht vorbei. Kamerad, wie spät. Das war das Gedicht. Und nun müssen Sie wissen, das war noch nicht ganz fertig. Also ich bin ein zu eingefleischter Individualist. Das ist das ganze Problem und ein Einzelgänger. Mir geht es darum, immer nur um den Einzelnen. Wenn er den Wunsch hat, glücklich zu werden, dann brauche ich ihn nicht erst zu vertrösten auf die Zeit nach dem, auf die Zeit nach dem letzten Gefecht. Das ist also, bei mir geht es also schnell, nicht nach dem letzten Gefecht, der Kommunisten, Maoisten, Marxisten, Germanisten, Leninisten, Trotzkisten, mit den Imperialisten und Kapitalisten und Revanchisten und Faschisten. Komisch, auf der Seite gibt es weniger. Da, da gibt es weniger Isten. Also ich muss wieder unterbrechen. Mit der Frage, auf welcher Seite ich stehe. Also wenn Sie mich fragen, auf welcher Seite ich stehe, dann kann ich Ihnen ganz eindeutig sagen, auf der falschen. Ich habe auch darüber ein entsprechendes Gedicht gemacht. Das ist aber schon lange her, ich wiederhole es sich beinahe. Seit es ein Für gibt, gibt es auch ein Wider. Und jedes Anti hat sein Pro. 10 rufen hoch, 10 andere rufen nieder. Dem scheint sein Antlitz, jenem ein Popo. Man kann zwei Menschen nicht zusammenlegen von mit gleichgestimmtem Körperbau. Bin ich dafür, sind sie sofort dagegen. 10 rufen süßer und 10 andere Sau. Ein Für und Wider macht mich stets verlegen. Das sind, weiß Gott, zwei Fragen vor der Tür. Bin ich dafür, sind Sie bestimmt dagegen. Bin ich dagegen, sind Sie ganz bestimmt dafür. So, wir waren bei Glück stehen geblieben. Ich sagte schon, also es kommt auf die Entspannung an und mein Glück ist sofort konsumierbar, meins. Also ich kann Glück verteilen auf dem Wege der Entkrampfung, der Entspannung. Ich mache Lachen und Lachen macht glücklich. Ein paar Mal gelacht über die fanatischen Faschisten, Kommunisten, Kapitalisten, Marxisten, Oberisten. Ich meine, es kann nur noch komisch werden zum Lachen. Das private, hausgemachte Glück, das ich zu bieten habe, ist lächerlich, verglichen mit dem ideologisch-sozialistischen, sozialwissenschaftlich untermauerten totalen Glück, das die Menschheit erwartet. Aber das, wie gesagt, bei mir ist das sofort konsumierbar. Das war ein Stück, war schlecht, das mache ich nochmal. So. Ja, da war wirklich was rausgekommen, aber schade nicht, dass ich nicht aus dem Konzept gekommen bin. Alles hier drin. Leider sind Humor und Satire manchmal überall verpönt, wo ideologische Interessen kämpferisch vertreten werden. In diesen Bezirken hört das Lachen auf. Wir sprachen schon davon. Es ist sogar verpönt, außer dem Hohnlachen. Entweder heißt es da Vergnügen, Heiterkeit, Unterhaltung, Lernprozess und Ernst. Der Lernprozess ist auch eine neue Angelegenheit. Mein erster Lernprozess fand im Gymnasium meiner Heimatstadt Kleinstadt. Das hat stattgefunden, der erste Lernprozess. Als der Lernprozess begann, muss ich 7 Jahre gewesen sein. Der Prozess zog sich jahrelang hin. Ich verlor ihn. Ja. Urteil völlig ungeeignet für den Besuch einer höheren Schule. Ich legte keine Berufung ein. Ich war froh, dass dieser Klassenkampf, wenn ich so sagen darf, vorbei war. Aber ich fürchte, ich werde nicht so sagen dürfen. Klassenkampf ist zu ernst, nicht? Ist zu ernst, da geht es schon wieder los, als dass man darüber Witze macht. Solange die Unternehmer noch ausbeuten und unterdrücken können, Hände weg von solchen Scherzen. Meine Damen und Herren, ich bin ja im gewissen Sinne auch Unternehmer, aber nicht Ausbeuter. Ich stelle in der Hauptsache, also wenn man mich fragt, was stellen Sie denn so her, ich stelle Kontakte her und als Abfallprodukt Lust. Mein Unternehmen wirft jährlich erhebliche Lustgewinne aus und in dem bekannten Werbeslogan freut euch, ach, hat er schon wieder Freud mit D geschrieben.
Freude des Lebens. Und an diesem Lustgewinn sind meine Mitarbeiter im höchstmöglichen Maße beteiligt. Natürlich vertreibe ich meine Lust immer an Produkte, nur an ein sehr beschränktes Publikum. Also nicht so große Kreise. Aber wie gesagt, diese Stimmung, Sie haben schon mal gemerkt, wie es hier auf der einen Seite etwas nachließ, weil ich das nicht ganz durchgewirkt hatte. Die Stimmung ist aber doch so, dass ich sage, es ist erfreulich. Wäre es immer so eine Stimmung, genügt es mir schon. Sie können ja nun nicht, ist ja auch das Lächeln dabei, wenn Sie lächeln und gar nichts sagen, das ist natürlich auch, aber wenn Sie natürlich so lachen und klatschen, ist noch viel besser. Ich hätte natürlich die Stimmung vorhin noch tiefer drücken können. Ja, man kann ja auch aufpassen, dass es nicht zu lustig wird. Dann wird es am Ende, ja. Dann wird es am Ende nicht, ach ja, ist ja Quatsch. Das kann natürlich auch von anderer Seite kommen, dass die Stimmung gestört wird. Zum Beispiel, nehmen wir an, es käme jetzt jemand auf die Bühne rauf und sagte, kommt jetzt einer reingelaufen, ganz drohend und sagt, hau ab, alter Trottel. Kann sein. Also Alter würde ich mir verbieten. Hau ab, alter Trottel, ihr liberales Gequatsche kotzt uns an. Zwei Drittel der Welt hungert, die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer. Vietnam ist immer noch nicht ganz geräumt und von Strauß und Rechtskartell überhaupt nicht zu reden. Und da willst du Stimmung, Lachen und Fröhlichkeit, Scheiße. Ja, das könnte sein, dass er sagt. Nun machen Sie mal was. Da muss der Psychiater kommen. Der ist ja auch schon wieder im Rennen. Aber ich brauche keinen... Ich werde schon mit dem fertig werden, alleine. Zunächst mal wäre ich... Moment. Wenn ich dem Gott begegnen würde, kann ich nicht, ich muss Humor haben. Sonst ist umsonst alles gepredigt. Ich bin für Humor und Heiterkeit, nicht für Gewalt. Ich würde erstmal, wenn er das gesagt hat, dann wäre erstmal die Stimmung im Arsch. Ja, ist doch klar. Also ich habe dieses Wort sehr vorsichtig gesagt. Soll ich das drin lassen, das Wort, oder soll ich... Also meine Mutter hätte gesagt, sie hätte gesagt, bitte sag nicht, sag dann bitte Gesäß. Naja, aber wenn ich sage, unsere Stimmung wäre im Gesäß. Das ist bereits falsches Deutsch. Also gut. Und der muss ja nur, erstmal muss ich ein bisschen reden lassen, ihn weiter reizen mit Reizworten, damit er mehr schimpft. Und dann würde ich plötzlich ihn unterbrechen und würde sagen, entschuldigen Sie mal, war das Spaß eben oder Ernst? Und erst wenn er mir sagen würde, es war mein voller Ernst, könnte ich sagen, Ihr Glück, solche Späße möchte ich mir auch verbeten haben. Also das wäre die Angelegenheit und dann nicht bloß, es tauchte vorhin die Frage auf welcher Seite ich stehe und ich sagte auf der falschen. Ich stehe weder rechts noch links und das ist ja die größte Schwierigkeit. Ich stehe in der Mitte, die Mitte wird ja heute immer wieder erwähnt. Die neue Mitte, die Mitte der Mitte. Ja, und das wäre das Richtige, aber es ist gar nicht einfach in der Mitte zu stehen, in der heimatlosen Linie. Die Rechte bei uns benimmt sich ja so linkisch, weil sie vorliegt. Die neue Linke, wenn die sich weiter so zersplittert, wird auch nichts Rechtes aus ihr werden. Wie Sie vielleicht noch wissen, ich habe die radikale Mitte selber gegründet, damals vor 1950, die radikale Mitte. Und ich muss zugeben, ich verstehe herzlich wenig von Politik, aber immerhin noch mehr als manche unserer Berufspolitiker. Meine politischen Reden erfreuten sich großer Beliebtheit, weil man nach kurzer Zeit schon bemerkte, dass alles Unsinn war. Bei Berufspolitikern dauert es sehr viel länger. Ich selbst war damals auch gerade in der Mitte des Jahrhunderts, noch wenige Jahre und ich bin 100 Jahre alt. Das dauert gar nicht mehr lange. Ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, wie alt werden Sie, dann sage ich 100. Das ist eine Taktik, dann kann ich eben immer noch runterhandeln. So ist es gemacht. Man sagt auch immer, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Nicht? Also so alt, ich fühle mich wie ein 120-Jähriger, der sich wie ein 70-Jähriger fühlt.
Als ich nun die radikale Mitte gegründet hatte, das war in der Mitte des 20. Jahrhunderts, seitdem ist viel Jauche den Rhein runtergeschwommen. Das ist ja komisch. Es ist komisch, dass dieser Abfluss immer noch Rhein heißt. Ich will aber nicht so schnell die Zeit weiterverfolgen von 50, sondern vor 50, es waren ja gerade 5 Jahre radikale Mitte, 5 Jahre Zusammenbruch. Aber der Zusammenbruch war nun wirklich ein Zusammenbruch, also das muss man sagen. Also, wenn da gesagt wird, es ist kein Zusammenbruch damals gewesen, also nein, damals war überhaupt, 1918 war eigentlich kein richtiger Zusammenbruch. Das klappte damals noch nicht. Nein, das ist so wie stehen geblieben. Nicht? Das war kein Zusammenbruch, aber wer heute sagt, dass 1945 kein Zusammenbruch war, das ist ein Defizit. Ich kam gerade aus dem Krieg und das war das erste Erlebnis, waren keine Nazis mehr da. Es waren früher, also früher, ich weiß genau, wie ich in den Krieg ging, waren so viele Nazis und auf einmal waren sie weg alle. Musste mal erlebt haben. Ich habe ja öfter gefragt, entschuldigen Sie, waren Sie mal bei der Partei? Dann sagte der, entschuldigen Sie, was ist das? Ja. Vorher waren so viele da. Und dann war es so, dass jeder einen Juden versteckt hatte. Ja, aber so viele Juden sind da, da hätten noch welche eingeführt werden müssen. Ja, nun gingen die Zeiten weiter. Es kam das Godesberger Programm, es kam die Währungsreform, Godesberger Programm, auch eine Reform, die sehr eingreifend war, auch für mich. Um die Mitte der 60er Jahre vorbereitet, kam dann der Aufstand der linksradikalen Berliner Studenten gegen die Amis, die rumgehen sollten, gegen Axel Cäsar Springer, der enteignet werden sollte. Aber der eignet sich offenbar nicht zum Enteignen. Nein. Danke. Ja, nein. Ja. Gegen die Polizei als die Hüterin, der Hüterin einer zum Untergang verdammten Gesellschaftsordnung. So kommt es nun, auf beiden Seiten gab es Anfang ausgesprochene Humoristen. Merkwürdig. Und da habe ich gedacht, jetzt wird es ordentlich. Die rebellischen Studenten hatten ihren Teufel und malten ihn an die Wand, vor der sie gestellt werden sollten. Und die Bullen hatten einen humorvollen Oberwachtmeister. Ich habe das genau beobachtet, das einzige Mal in der Geschichte der Polizei. Ich habe das Protokoll mir besorgt. Am 21.10.1967 eine Großdemonstration der Studenten mit Sit-In fand statt am Kurfürstendamm, wurde geleitet von einem Oberwachtmeister, also in Polizeikommando, ja, und von dort hielt er eine Rede in einem Polizeikommandowagen. Wie gesagt, ich habe sie ein bisschen abgekürzt, aber dem Sinn nach ist sie geblieben, unvorstellbar. Sie müssen sich mal denken, Polizei und Humor, das ist auch nie wieder vorgekommen. An dieser Ansprache, wie hieß der, ich komme jetzt auf den Namen, also in dieser Ansprache hatte der Oberwacht oder der Hauptwachtmeister alle Benutzer des Kurfürstendamms die Kreuzung Joachimsthaler Straße zu räumen aufgefordert. Seine nächste Bitte richtete sich an die Sitzdemonstranten. Sie möchten noch enger, ich zitiere, sie möchten noch enger zusammenrücken. Auf den Gehwegen stünden noch viele, die sich an dem Sit-In beteiligen wollten. Ja. Außerdem wäre er den Demonstranten sehr dankbar für eine Auskunft, wie lange sie ihr Sit-In noch fortzusetzen gedenken. Wörtlich, damit wir unseren Wachtmeistern notfalls Stühle besorgen können. Laute Frage eines Demonstranten, haben Sie überhaupt das Abitur? Ja, sagte der. Der Wachtmeister, vor langer Zeit habe ich das gemacht, damals war nur ein Zeugnis der Reife. Und über die Lautsprecher blendete er einige Takte Tanzmusik ein, die er dann sofort abbrach. Darauf laute Aufforderung von der Straße, wir wollen weiter Tanzmusik. Alles protokollarisch. Da sagte er, aber erst müssen Sie wieder aufstehen. Frage, warum nicht gleich? Weil man im Sitzen schlecht tanzen kann. Ja, das ist immer logisch. Zwischen diesen Scherzen hatte er wieder gebeten, die Sitzdemonstration zu beenden. Sie setzte er eine Frist von 10 Minuten,
als dann sehe man sich leider gezwungen, ernsthaft davor zu gehen. Zwischendurch hat er auch noch Sportnachrichten durchgegeben und bedauert, dass Lotto- und Toto-Ergebnisse noch nicht vorliegen. Nachdem 8 von 10 Minuten vergangen waren, kündigte er an, in 2 Minuten mit der Räumung zu beginnen. Aber noch immer hoffe er, dass der Kurfürstendamm nicht wie zu Zeiten des Kurfürsten zum Knüppeldamm wird. Als auch die letzten 2 Minuten abgelaufen sind, sagt er wörtlich, ich zitiere, Augenblick mal, es ist jetzt 18.45 Uhr, nach meinen mehrfachen Bitten an Sie, diesen Kreuzungsbereich zu räumen, leider ohne Erfolg, darf ich Ihnen jetzt unsere Wasserspiele ankündigen. Wir werden neuartige Geräte einsetzen, die ein Fassungsvermögen von 5000 Liter haben. Die Wassertemperatur beträgt ungefähr 8 Grad. Bitte halten Sie Handtücher und Bademäntel bereit. Nach der letzten Information erfolgte ein Countdown. Dann konnte die Polizei sich nicht mehr halten und musste auf offener Straße ihr Wasser ablassen. Also von der APO spricht heute kein Mensch mehr. Sie sind unterdessen im Spartakus aufgegangen. Aber auch die sie auf ihre Art leidenschaftlich unterstützt haben, und ich meine, meine ehemaligen Kollegen von der Narrenzunft, die Kabarettisten, ein Vierteljahrhundert kämpfen sie Seite an Seite mit der Opposition gegen die regierende Partei, bis sich mit den letzten Wahlen der Wind drehte und aus ihren vollen Segeln genommen wurde. Die einzige Opposition regiert, die einstmalige, und die einstmals Regierenden sind in der Opposition. Ein regierungsfreundliches Kabarett hat es, das gibt es in der Geschichte des Kabaretts überhaupt noch nicht, nie gegeben. Das ist das Gespenstische, auch für mich jetzt. Jeder Kabarettist der alten Schule stellt sich nun die Frage, Alter, na, was nun? Damit könnte ich eigentlich zum Thema kommen. Aber jetzt ist die Zeit vorbei. Ist nur etwas spät geworden, deswegen will ich schließen und bitte um Entschuldigung für meine abgehackten Sätze. Für das Durcheinander, aber Sie wissen ja, das gehört zu mir. Ich könnte noch mehr gehacktes meine Art des Sprechens, ich sage immer, das habe ich mir angewöhnt, damals in der schrecklichen Zeit des Dritten Reiches, wenn ein Gauleiter mit mir sprach und dann sagte ich erstmal einen halben Satz und wartete, wie das wirkt bei ihm, dann konnte ich das Ende immer noch reparieren. Ja. Auf die Weise ist mir manches erhalten geblieben, was ich heute noch gut gebrauchen kann. Der Redner zeigt dabei auf seinen Hals. Ja. Ich meine, ich habe das Stottern nun mal so kultiviert bei mir. Und es ist natürlich auch ein bisschen bei mir etwas dabei. Schüchternheit, ich beneide immer alle Leute, die fließend sprechen, also flüssig, wie unsere Politiker, meistens sogar überflüssig. Aber ich kann eben nicht so schnell sprechen. Ich kann es einfach. Ich würde wahrscheinlich viel schneller sprechen, aber ich muss so oft über das nachdenken, was ich sage. Das hält natürlich kolossal auf. Danke Ihnen, meine Damen und Herren.